Jeder, der mir folgt, hat bestimmt schon gemerkt, dass ich nicht nur auf die Natur und Lost Places stehe, sondern auch sakrale Gebäude wie Kirchen und Kulturstätten. Das hat nicht mit einem ausgeprägten christlichen Glauben zu tun, sondern weil ich diese Energie, die die Menschen in diese Plätze gesteckt haben, total inspirierend finde und ich immer das Gefühl habe, dass diese Energie, dass man diese spürt und davon tanken kann. Mich interessieren die Legenden, die Mystik und die Geschichten dahinter, welche gerade an diesem Ort dafür gesorgt haben, dass dieser Platz zu einem Kraftort geworden ist. Es wird immer erst einen allgemeinen Teil geben, um euch diese Sagenfigur näher zu bringen und dann erzähle ich euch eine unheimliche Geschichte tief aus der bayerischen Folklore zu dieser mystischen Erscheinung. Folgt mir durch die Rauhnächte mit ein paar mystischen Geschichten aus der bayerischen Folklore. Der bayerische Nachtseher wird als ein untoter Geist oder ein verfluchtes Wesen beschrieben, welches manchmal sichtbar oder unsichtbar umherwandelt, um die Lebenskraft der Menschen zu stehlen und den verbleibenden Familienmitgliedern Verfall und letztendlich den Tod bringen soll. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Nachtseher sich die Gestalt oder die Hilfe von Leuten aus deiner direkten Umgebung zunutze macht, die dich dann um deine Kraft und deine Lebensenergie berauben. Situationen, die jeder aus seinem Leben kennt. Macht euch mal Gedanken, ob nicht der ein oder andere Energiedieb vielleicht ein Nachtseher ist. Die wahre Gestalt des Nachtseherers wird oft als ein blasses, ausgemergeltes Wesen dargestellt, das in Lumpen gekleidet ist. Er wird manchmal mit übernatürlichen Kräften oder Gestaltwandlung in Verbindung gebracht. Es wird angenommen, dass er in der Lage ist, sich in Tiere oder Menschen zu verwandeln, um seine Opfer zu täuschen oder ihnen näher zu kommen. In der bayerischen Folklore gibt es verschiedene Methoden, um sich vor einem Nachtseher zu schützen oder ihn zu vertreiben. Hierzu kurz eine Erklärung, wie ein Nachtseher entsteht. Es ist nicht so, dass ein Nachtseher sein Opfer zu einem Nachtseher macht wie bei einem Vampir. Der Fluch des Nachtseherers trifft einen, wenn zum Beispiel bei der Beerdigungszeremonie der Pfarrer oder der Ministrant ein falsches Wort oder einen falschen Satz ausspricht. Oder das Totengebet nur sehr unachtsam vorträgt oder er des Lateinischen nicht wirklich mächtig ist. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass einer zu Lebzeiten verflucht wird und so als Nachtseher zurückkommen muss. Wichtig war auch, dass vor der Beisetzung entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Keinesfalls durften Augen oder Mund offen bleiben, einen Obolus in Form einer Silbermünze sollte in den toten Mund gelegt werden und wollte man ganz sicher gehen, dann musste diese in Altötting in der Gnadenkapelle geweiht sein oder in das Taufbecken der Altöttinger Basilika getaucht werden. Der aber interessanteste Punkt ist, dass der Nachtseher sein Grab gar nicht verlassen muss, um auf die Jagd zu gehen und Energie zu saugen. Aus der bayerischen Folklore. Es war eine stürmische Herbstnacht im bayerischen Isen in einem malerischen kleinen Dorf. Dunkle Wolken zogen über den Himmel, während der Wind durch die engen Gassen pfiff und die Blätter der Bäume raschelten. Die Bewohner waren längst in ihren Häusern verschwunden und nur noch das sanfte Flackern der Laterne erhellte die Straßen. Unterhalb der Isener Kirche lag der alte Friedhof, ein Ort, der von einer geheimnisvollen Aura umgeben war. Dort, wo die offenen und zersprungenen Grabplatten liegen, hatte sich im Laufe der Jahre eine gruselige Legende entwickelt. Es wurde erzählt, dass ein Nachtseher in den tiefen Schatten der Nacht dort sein Unwesen trieb und nach den Seelen der Lebendigen dürstete. An diesem besonderen Abend wagte sich ein neugieriger junger Kerl zum alten Teil des Friedhofs. Er hatte von den Geschichten über den Nachtseher gehört und wollte dem Geheimnis auf den Grund gehen. Mutig schritt er über den oberen, neu angelegten Friedhof vorbei am Gemälde des heiligen St. Zeno und den kleinen Hügel hinunter zum uralten Teil des Isener Friedhofs. Auf der Rückseite der Kirche, angrenzend an die alte Steinmauer, ein bisschen abgelegen, liegt der verwunschene Ort, von welchem nur noch die Ältesten wissen, warum er sich außerhalb der schützenden Friedhofsmauern der St. Zeno-Kirche befindet. Der Friedhof war in Dunkelheit gehüllt, nur der fahle Schein des Mondlichtes beleuchtete schwach die Grabsteine. Der junge Bursche konnte seinen eigenen Atem sehen, der wie Rauch in der kalten Nachtluft aufstieg. Mit klopfendem Herzen näherte er sich der zersprungenen Grabplatte, wischte ein paar alte, abgebrochene Äste, welche in Kreuzform auf der Platte lagen, zur Seite und die uralte Inschrift war schemenhaft zu erkennen. Plötzlich durchzuckte ein Blitz den Himmel und erhellte für einen Moment den Friedhof. Schatten waren zu erkennen, die sich über die Gräber hinweg bewegten. Das Herz in seiner Brust schien vor Angst zu gefrieren, als er die Gestalt eines mageren, mit Lumpen bekleideten Wesen erkannte, den Nachtseher. Der Nachtseher spürte sofort seine Anwesenheit und wandte seinen leeren Blick auf ihn.
Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken, als er die farblosen, hungrigen Augen sah. Er versuchte zu fliehen, doch seine Beine waren wie gelähmt. Und wer den kleinen, abgelegenen Friedhofsteil kennt, der weiß, wie verwachsen und hügelig das Gelände ist. Das Ding versperrte ihm den Weg zurück innerhalb der Friedhofsmauern und dem dort geweihten alten Boden. Mit jedem Schritt, den er zurückwich, schien der Nachzehrer größer zu werden. Der Wind wurde wilder und das Rauschen der Blätter verwandelte sich in ein unheilvolles Flüstern. Der Nachzehrer streckte seine knochigen Finger aus und begann sich mit schnellem Richtungswechsel auf ihn zuzubewegen und in Richtung der alten Gräber zu drängen. Da zückte der junge Bursche einen alten Rosenkranz, packte ihn fest und hob ihn in Richtung des Nachzehrers. Der Nachzehrer zuckte zurück und schien kurz vor dem heiligen Symbol zurückzuweichen. Das brachte etwas Abstand zwischen ihn und die Schreckensgestalt. Er nutzte die Chance und rannte um sein Leben, bergab durch den kleinen Wald und das Unterholz. Er hörte erst wieder auf zu laufen, als er am Eingang der alten, schon leicht verfallenden Lordsgrotten war. Kurz durchschnaufen. Dort, wo heute ein paar in die Jahre gekommene Einfamilienhäuser stehen, war früher ein kleiner, schmaler Pfad, der durch einen dichten, ungepflegten Wald führte. Keuchend und erschöpft von diesem Sprint stand er nun vor der kleinen, schon leicht verfallenen Waldkapelle und seiner großen Marienstatue. Der junge Bursche fühlte sich in Sicherheit, setzte sich neben die Marienstatue und atmete erst einmal tief durch. Doch da geschah es. Der Nachzehrer packte mit seiner knochigen Hand seinen Kopf und mit der anderen seine Brust, bohrte seine Fingerspitzen in seine Haut und fing an, seine Lebensenergie auszusaugen. Völlig verwirrt und mit weit aufgerissenen Augen starrte der Bursche ihn völlig verständnislos an. Und als würde der Nachzehrer es genau verstehen, krächzte er mit einer rauen Stimme. Keine Kirche, kein geweihter Gegenstand, der nicht mindestens so alt ist wie ich, kann mich bannen. Seit 6 Jahrhunderten wurde ich mit dem Holz der alten geweihten Marktlinde fixiert und gebannt. Aber ihr jungen, dummen Leute schenkt den alten Geschichten ja keine Beachtung mehr. Es amüsierte ihn und man hörte sein grausiges Lachen in dieser Nacht bis nach Burgrhein, sagt man. Und wenn ihr die Geschichte nicht glaubt, dann besucht doch einmal das mystische Isen und die St. Zeno-Kirche und den kleinen, alten, verwachsenen Friedhof dahinter. Aber schaut vorsichtshalber vorher bei der alten Marktlinde vorbei.